Jo, liebe Leute, die letzte Folge war nur relativ kurz, ja, wegen den Transfers. Und wir sehen uns in der. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei, also dass ihr wieder mit dabei seid. Heute das Supercup-Duell mit dem großen FC Bayern München. Da kommen wieder Transferangebote rein. Die gehen ja noch ein bisschen. Ahmed Kutucu. Sampdoria Genua. Möchte ihn gerne delegieren. Ich gebe ihn nur für umgerechnet 20 Millionen ab. Dann braucht er, sonst wollte er gar nicht kommen. So, okay. Gehen wir rein ins Spiel. Aber machen wir ja noch eine kleine Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. So. Ja, es ist jetzt klar, durch das Alter. Wir sind ja auch 30, genauso wie Schwolo. Schwolo, das tut weh wahrscheinlich. Mal gucken, was Renault kann. Da, seine Eins ist er ja los, definitiv. Ja, vielleicht würde ich So, ich darf mich bei allen bedanken. Das war's für heute. Genau so ist es. Aber wir wollen den Supercup gewinnen, um einfach noch ein bisschen finanziellen Spielraum für den Kader zu haben. Und ja, gehen wir rein ins Match gegen die Bayern. Letzte Saison konnten wir sie dreimal schlagen. Diese Saison müssen wir mal gucken. Ja, so wirklich Transfer. Wirklich Alternativen habe ich momentan nicht. Rashica, ja, okay. Der hat es halt heute. Hat es halt in die Startelf geschafft, genauso wie Timo Horn, also 92. Ich brauche halt noch ein bisschen finanziellen Spielraum, wer noch so kommen soll. Ich bin einige Spieler noch am Scouten, also das, weil ich dann ungefähr weiß, wie die Stärken sind. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Und dann geht's los. Mit dem Duell gegen den FC Bayern. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, finanziell ein bisschen Heute Spielraum. zeigen wir Ihnen ein echtes Topspiel. Ich glaube, eine interessantere Begegnung hätten wir uns nicht aussuchen können. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Bayern München. So, auf geht's. Supercup. Hallo und Pokalsieger gegen Meister. Freunde, Und die sagen, wollen wir den Meister die Lok angreifen? Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute präsentieren wir Ihnen das letzte Spiel vor dem eigentlichen Saisonbeginn. Schalke 04 gegen Bayern München. Das letzte Spiel also, Wolf, bevor es dann endlich wieder richtig losgeht, bevor wir wieder in die Liga einsteigen. Ich glaube, das ist immer ein Spiel mit enormem Unterhaltungswert. Alle Ich soll finanziell noch, soll noch mega Umbruch kommen, soll noch Minimum 5 Spieler kommen. Wahrscheinlich so ein Linksverteidiger, beiden Innenverteidiger neu und ein 2-6er neu. Weil die Saison wohl komplett der Angriff kommen. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Genau sie so ist es. nachrücken. So, auf geht's. Nübel spielt im Tor, okay? Kann ich mal Manuel Neuer? Oh, wenn ich Runde abgebe, könnte ich So Nübel geht's versuchen die Bayern von den Bayern zu also holen. heute an. Im Tor Alexander Nübel. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen und vorne soll es bei Ihnen am heutigen Tage ein einzelner Stürmer richten. Josh Sargent, also kein Rabirei. Jesus oder spielt der stehen auf der Bank, okay. Naja, mal gucken. Vielen Dank und viel Vergnügen.
Auf geht's. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Es ist der perfekte Rahmen für dieses Finale. Und ich glaube, das wird ein Hochklassiker. Letzte Woche konnten wir den Bayern dreimal schlagen. Zweimal in der Liga, einmal im Pokal. Und heute soll es der Supercup sein. Wie gesagt, es geht um ein bisschen Kohle noch. Oder ein bisschen um den ersten Titel der Saison vor allen Dingen. Einmal konnten wir ja schon holen, den Supercup. Ecke kommt ins Zentrum. Möbel. Ja. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Nächste Ecke kommt. Nochmal. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Ah, leck mich doch einmal. Der hat aber auch gerade heute mit mir. Ludwig. Marco Richter. Ah ja. 0,0 jetzt gebracht. Okay. Alario heute auch mit einer neuen Trikotnummer mit der 13 am Start. Im Vorfeld der heutigen Partie stand. Oh, Sané gegen Becker. Der geht durch, der Sané. Ja, und aus der eigenen Situation. Und das ist jetzt das erste Gegentor der Saison. Für die, gegen die Bayern. Weil letztes Mal sind wir 3-0 zu 0 sogar gespielt. Ach Mann, ärgert mich das gerade wieder. Ecke. Ja. So, Ecke kommt. Guter Kopf. Was, Becker? Kommt ja. Sie verlieren den Ball. Ja, aber gucken wir uns halt finanziell. Was halt, wenn noch finanziell drin sein wird in der Saison. Wie gesagt, soll Minimum noch 5 Spieler kommen. Sané erstmal. Ja, aber Ludewig. Ungewohnt, dass er heute auf der Innenverteidigerposition spielt. Machen, aber da wird er aufgehalten. Becker, wieder Ballverlust. Grätsche ist da, aber ohne Erfolg. Weiter der Ballbesitz. Den Zweikampf verliert er. Jetzt. Ach, Mann. Ganz stark abgeblockt. Mir tut die Bayern gerade ein bisschen zu sehr weh. Ich will diesen Titel haben. Jetzt kommt die Ecke. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Raschica noch nicht wirklich drin gebunden. Das ist doch harmlos. Aber okay. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Schalke jetzt über außen. Schor weg aus dem Spiel, raus. Und Ausgleich. Alario. 24. Minute. 1:1. Lukas. Ja, Alario. Die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann macht er das aus der Halbdistanz mit jeder Menge Schnitt. Der Ball dreht sich ins Tor. Alles richtig gemacht. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Die Nummer 13, Lukas Alario. Kimmich. Ah, wie gesagt, wenn noch der eine oder andere gescoutet wird, vielleicht kommt da noch der eine oder andere, was finanziell möglich ist. Es sind ein paar Kandidaten dabei, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema. Dass so erstmal möchten wir natürlich die Aufgabe hier in München lösen. Ach Mann, ich dachte, du gehst da durch. Sunny. Bella Kortschab, auch heute der, auch der mit der neuen Trikotnummer, der 21 heute an Bord. Hat seine 37 verloren, Arten. Jetzt Eckball. War ja, John. Gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Süle. Und jetzt die Chance. Der Führungstreffer in dieser Partie. Fuck you, ey. Das gibt erstmal Sicherheit. Josh Sargent stellt wieder die Bayern auf 2:1. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt also die Schalke in Rückstand. Wieder mal. Guter Ball nach draußen. Jetzt kommt Richter wieder gegen Shaw, aber der, keiner, der mitgeht. Geht nach innen. Was für eine Aktion. Schade. Gerade eben noch
Aber mit Glück kommt er dann durch. Nicht mehr lang zu spielen in dieser ersten Hälfte. In der mir gefällt es gerade überhaupt nicht, wie das momentan hier läuft. Die Chance war das Ding. Und da klärt er ganz fantastisch. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspiel. Was für eine Szene. Ja, auf der Linie mussten sie da klären. War eigentlich ein sicheres Tor, war viel Glück dabei. Lucas Alario. Da mit viel Übersicht. Richter! Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Scheiße, da war die Chance da, vielleicht was zu reißen nur. Also, die Bayern gehen in der Führung zur Halbzeit in die Partie. Jetzt hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten. Unverdient ist es natürlich nicht, das ist das Blöde. Ich kann 4-4-2 halten. Ja, ich gehe auf eine Raute. Nee, warte mal. 442 Raute, was war das? Nee, ach, fuck it, Alter. Moment. 532. Früher habe ich ja 442 halten gespielt, aber ich muss es halt anders versuchen jetzt zu richten irgendwie. Rashica, ja, vorne drin ein Stürmer, der hat dann nicht viel gebracht. Das heißt, ich werde Kalajdzic mal auch einwerfen. Bujelab, Glatzer. Kobylanski rein. Ja, was will ich jetzt machen? Ich muss jetzt irgendwie eine Alternative bringen. Und das tue ich jetzt auch. Jetzt geht's weiter. Nach der ersten Hälfte führt der FC Bayern. Schön gelöst. Gut gemacht. Javairo Dilrosun. Das ist natürlich ein guter Pass. Komm schon, Schiedsrichter, das war doch null Absatz und schon noch einer drin. Kimmich. Oh, Ballverlust der Bayern. Kimmich jetzt. Marcelo Brozovic. Brozovic, gut gelöst da. Ja, war alles gut. Vielleicht keine Überraschung mehr, aber jetzt ist es zumindest offiziell. Er wechselt zum FC Arsenal nach London. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Gut gemacht von Kimmich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Tolle Parade. Ja, das ist gerade das, was ich meine. Denn im entscheidenden Moment verpasst es zu gehen, die Bayern. Ich will diesen Titel haben. Die Ecke kommt. Schönes jetzt vielleicht mal Marco Richter. So, was machen Sie dort? Gut geklärt, das war wichtig. Sie müssen konzentriert bleiben. Da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kalajdzic, drin das Ding. Ja. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass der da unten reingeht. Ich dachte, der geht oben drüber oder der Torwart, der hat den irgendwie. Aber er macht ihn. Sasa Kalajdzic, 90er vom VfB Stuttgart. Trifft zum 1:1. 2:2, Entschuldigung. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Aber gut gespielt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Hector Bellerin. Bei Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch.
offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Richter. Da wäre jetzt Platz. Da ist die Reingabe. Nübel. Der war wichtig, weil wenn der nämlich auf den zweiten Pfosten durchkommt, steht der Rose und da vorne alleine. Schalke mit dem Einwurf. Ach Mann! Unnötiger Ballverlust. Ja. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Schalke. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. In Freiburg. Und das klingt nach einer richtig attraktiven Partie. Ich bin gespannt. Marco Richter. Richter, brich doch nicht ab da unten. Alario! 79. Spielgerät. So ist es. Also 3-2 Schalke, Alario. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Genau, Alario mit dem momentanen Siegtreffer, der Blauen. Hector Bellerin. Bayern München drückt jetzt hier nochmal auf den Spitzen. Ja, das war doch nicht, Alter. Du pfeifst mir den Angriff. Ja, pfeif gelb. Ist okay. Du pfeifst mir egal. Pfeifst mir jedes Mal die Angriffe weg. Nur Horn. Ruhe reinbringen. Den Ball hat er. Ach, der kommt nicht an. Hector Bellerin. Kein Foul. Nein. Kobylanski. Jetzt vielleicht mal mit Power noch. Marschin, Kobylanski. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Kimmich. Weg damit. Erstmal. Regulär sind's nur noch 60 Sekunden. So, eine Minute kriegen wir. Bella Koccia, das war absolut Marco unnötig. Eigentlich wäre der weg gewesen. So, die Frage ist, was gibt er jetzt? Gibt gar nichts für Herr Becker. Aber das ist genau das Problem. Bitte jetzt nicht irgendwie noch ein Gegentor kassieren. Ja, ich hab das Ding noch irgendwie. Yes! Hab sie geschafft. Eine Spitzenleistung und jetzt können sie mit Recht feiern. Niedergekämpft in der zweiten Halbzeit. Aber richtig niedergekämpft. Fast das Ding irgendwie nochmal nach Hause geholt. Verloren. Ja, da bist du nochmal verloren. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind Luftschlangen, da sind vor allem aber auch Kameraleute und Fotografen, die sagen, halt noch mal den Pokal da links, halt noch mal den Pokal da rechts, mach noch mal hier. Und als Spieler denkst du, hau ab, du Lunch, hau ab, ich will feiern. Hammer. Ja, ist doch wahr. Wir haben das Ding. Pokal gehört uns. Ja, ist doch wahr. Guck dir das, herzlichen Glückwunsch. Können wir uns darum an. Ja, Gratulation natürlich. Der zweite Supercup, den Sieg nach dem Aufstieg mit der zweiten Liga bei den ersten geholt. Einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder. Ja, aber man merkt, dass da noch so viel fehlt. Es fehlen halt noch ein paar Alternativen. Genau das ist es einfach. Die Mannschaft ist teilweise noch zu jung und zu unerfahren und nicht stark genug, um halt um den ganz großen Titel anzugreifen. Aber wir haben es. Wichtig ist, dass wir das Ding nach Hause geholt haben. Weil wir einfach die zwei Tore noch gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Das war wichtig. Das war richtig wichtig. Dass auf jeden Fall hat es funktioniert. So.
gut. Dann machen wir mal kurz mal eben noch schnell in die Dings reingucken. Nächstes Spiel ist dann in Freiburg in der Liga und das sehen wir uns in der nächsten Folge an.